Und damit herzlich willkommen zum Bausimulator. Der ist vor kurzem rausgekommen und ich habe angezweiterweise den Key dazu bekommen, damit ich euch das zeigen darf. Und ja, ich weiß, es hat mal keine Look diesmal, aber dafür große Baumaschine. Ich habe den Vorgänger nie gespielt. Das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich das hier spiele. Und mal schauen, wie das so ist. Ich habe mal ganz kurz reingespielt, einfach um zu gucken, dass die Aufnahme läuft etc. Ansonsten habe ich noch nicht sehr viel Hands-on mit dem Bausimulator. Und dann würde ich sagen, geh mal rein und machen uns ein neues Profil hier. Und da haben wir die Auswahl zwischen ihr hier, ihm da. Also leicht asiatisch. Ja, nicht schlecht. Du bist ein bisschen gruselig. Nee. Nö, auch nicht mein Ding. Auch nicht mein Ding. Ich glaube, ich nehme ihn. Der sieht ein... Ja, doch. Ich glaube, ja, doch, den nehme ich. Okay. Was kann man denn hier jetzt alles? Achso, die Basisfarbe ist dann fürs Gewand. Okay, alles klar. Hat sie jetzt so ein richtig schön tiefes Rot? Komm, dann nehmen wir halt das da. PSA-Farbe da oben. Eventuell, wenn es geht, in dem gleichen Rot. Ja, ich nehme das da. Das sieht cool aus. Helm. Oh, kann man nicht einen Gehörschutz auch. Ah, doch. Warte mal. Gehörschutz. Jawohl, doch. Das nehmen wir. Das ist dämlich. Und jetzt irgendwie eine nicht passende Brille. Nee, lieber doch nicht. Aufkleber. Oh mein Gott, die sind da oben. Mit Ferry hier oben. Okay, ja, ich nehme das. Mit Voice for the Züge von Strauß. Ist das eine echte Firma? Strauß? Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus, ne? Okay, Charakter drehen. So. Ja, netter Helm. Alles klar. Cool. Name vergeben. Bravura 2. Nachdem es ja Bravura schon gibt. Akzeptieren. Schade dein eigenes Spiel oder Mehrspielerpartie. Ja, und das feiert momentan die Community so sehr, dass das Spiel natürlich im Multiplayer gespielt werden kann. Und rein so kritikenmäßig sehe ich jetzt momentan zwei Sachen. Einerseits sehr positiv im Mehrspieler und dann auch wieder negativ wegen diverser Bugs und vor allem der Steuerung und vor allem die Leute, die was den ersten Teil kannten, finden den Teil jetzt wohl nicht so gut. Wie gesagt, ich habe keine Referenz zum ersten Teil. Für mich ist das jetzt quasi der erste. Und was Bugs betrifft, habe ich schon einen gehabt. Und zwar war hier im Hauptmenü, wenn man das Spiel startet, dann reagiert das Menü erstmal nicht. Und dann muss man das Spiel immer wieder mal durchstarten. Und dann geht's. Und das ist aber nach dem allerersten Hotfix. Auf den habe ich jetzt noch gewartet. Und trotzdem kommt dann so ein Bug wie der vor. Ist ein bisschen schade. Okay, wir erstellen eine neue Firma. Und wir sind, nachdem ich Europa zum Testen genommen habe, immer mal die USA. Und ein schönes Logo. Ich würde sagen, als Logo nehmen wir, ich würde sagen, akzeptieren. Geben Sie den Firmennamen an. Ich würde sagen, das ist die Line Inc. Okay, ja. Akzeptieren. Jetzt fragt er mich das nochmal. Was macht denn das für einen Sinn? Okay. Du kannst den beliebigen Punkt auf der Karte als Wegpunkt setzen. Folge der automatischen Routenführung im HUD, um deinen Wegpunkt in der Spielwelt zu erreichen. Ja, macht Sinn. Also ich will ja nicht spoilern, wobei ein bisschen, glaube ich, will ich es doch. In Europa fängt das ganze Tutorial mit einem Sturm an. Ein verschlafenes Nest. An einem sommerlichen Morgen erwachst du in der kleinen Heimatsiedlung. In der Ferne blitzen die Dächer einer überhitzten Metropole. Im Licht der Sonne, voller Tatendrang, schmiedest du Pläne, das verschlafene Nest so bald wie möglich zu verlassen. Aber ohne Geld und fahrbaren Untersatz wirst du hier nicht weit kommen. Da meldet sich, wie aus dem Nichts, ein alter Bekannter. Es ist Hape, Besitzer einer kleinen Baufirma hier im Ort. Auf den ersten Blick wirkt er vielleicht etwas rau, aber er hat das Herz am rechten Fleck. Seine Lektionen werden dir einen raschen Einstieg in die Baubranche ermöglichen. Also auf zu neuen Abenteuern in der Welt der Selbstständigkeit. Okay. Tutorial mit der Maus hin und her und Maus und nach oben drehst du die Kamera, nutze WASD, um dich zu bewegen. Ja, das ist easy enough. Was ich jetzt schon mal ganz doof finde, ist, dass ich keinen Mauslock
auf Spiel ab. Die Maus geht aus dem Spiel raus. Und davon ist er ja auch. Drücke G. Warum ist das nicht E? War gut. Ah, schön, dass wir uns mal wiedersehen. Deine tatkräftige Unterstützung ist hier sehr willkommen. Alleine komme ich kaum mit den Aufgaben hinterher. Weißt du, viele Menschen in der Gegend sind gefrustet und überlegen wegzuziehen. Wenn es so weitergeht, dann droht dieser Ort zu einer Geisterstadt zu werden. Zu allem Überfluss wurde heute Morgen auch noch die Wasserversorgung unterbrochen. Es scheint einen Riss in der Pipeline zu geben. Wenn du also dabei helfen willst, den Ortsansässigen hier eine zweite Chance zu geben, dann lass uns als erstes mal die Wasserversorgung wiederherstellen. Steig in die Zugmaschine und fahre zum örtlichen Baustoffhandel. Dort liegt bereits ein neues Verbindungsrohr zum Abtransport bereit. Folge einfach der Navigation, um dorthin zu kommen. Wir treffen uns an der Pipeline. Ja, easy enough. Okay. Oh, geil, Truck fahren. Also, liebe Leute, das ist jetzt nicht der Bausimulator, sondern der American Truck Simulator. Ja, wobei... Ich hab schon schöne Trucks gefunden. Also, rede mir so dezent ein bisschen lang, geht ja. Und ist ja dezent. Okay, steige in die Zugmaschine. Ne, ebenfalls wieder mit G. Also, G ist interagieren. Wenn die WS umfahren und bremsen mit AD, kannst du lenken. Okay, alles klar. Das ist aber flott hier. Aber sieht schön aus. Nur die Frage, wie groß die Map hier ist. Hört sich fast wieder an wie Grand Theft Auto. Oder sind die Waffen fehlen? Glaube ich zumindest. Also jetzt ist Amerika. Wow, das Ding. War die Steuerung. Ah, die ist gewöhnungsbedürftig. Was war rückwärts Sicht an den Materialauflieger heran und drücke Leertaste, um ihn anzukoppeln. Okay. Ah, komm. Wie genau muss ich da sein? Ich genau. Okay. Alles klar. Zugmaschinen eignen sich für Kombinationen für Sattelauflieger und für die unterschiedlichsten Transportvorhaben. Je nachdem, was zu liefern ist, muss ein bestimmter Sattelauflieger ausgewählt werden. Du musst also überlegen, ob du einen Materialauflieger, einen Schüttgutauflieger oder einen Fahrzeugauflieger für den Transport benötigst. Multiauflieger können sowohl Fahrzeuge als auch Material auf der Ladefläche befördern. Passende Baumaschinen. Okay, ich glaube, das sind dann die europäischen und einmal amerikanisch. Okay. Sattelauflieger ankuppeln. Achso, das ist jetzt quasi das Tutorial in Schriftform. Die beiden Fahrzeuge trennen, öffne das Kontextmenü mit F und wähle abkuppeln. Alles klar, Fahrzeugauflieger. Ich glaube, das können wir jetzt mal skippen. Standorte. Baumaschine ist, was ich habe. Aktuelle Jobs, Verlauf. Ja, gehen wir wieder zurück. Aber ja, was, wenn du soweit bist, komm zur Pipeline. Wir müssen das neue Verbindungsrohr hier einsetzen und alles alte wegschaffen. Ein gespannt zu fahren braucht etwas Übung. Pass gut auf. Ja, also wir haben mit F mit dieses Kontextmenü, da können wir unter anderem das Licht ein- und ausschalten. Abwendlicht, rotieren die Lichter. Wo haben wir das hier? Was haben wir hier? Das machen wir, das lassen wir gerade an. Rampen ein- und ausfahren, sichern und lösen und andere Kamera. Einmal außen. Oh, Fotomodus. Ah, okay. Ich glaube, da mache ich gerade mal ein Foto. Mit G ausblenden. Oh lol, da macht er halt immer das Wasserzeichen mit rein, ne? Okay, haben wir das auch gesehen, aber ich wollte eigentlich hier in die Innenansicht. Schaut nicht mal so doof aus. Also grafisch-technisch. Der American Truck Simulator sieht geiler aus. Aber ist schon okay. Fahren wir mal von hier hin. Mit Dullrücksicht.
Na komm. Oh, da will ich, dass ich auch schön gerade hier bin. Alles klar. Das erinnert mich jetzt ein bisschen dezent an Nord Stream 1 und 2. Heute ist nämlich das veröffentlicht worden, dass da knallt hat. Okay. Lasse die Baumaschine mit G. Okay, jetzt wechsle ich in den... Was? Okay, ich habe noch nie einen Kran bedient. Mobilkrane werden auf Baustellen oder oft... Ja, das ist okay, das war klar. Typisch halt zwischen Fahrmodus und dem Funktionsmodus um, indem du den Kontextmenü F auswählst. Was parke den Mobilkran neben einer Last und wähle den Kontextmenü F für den Funktionsmodus. Ja, okay. Du kannst mit W erst den Aufleger aufrichten und absenken. Mit rechts und links wird der Ausleger aus- und eingefahren. Okay. Und am Boden wird der Indikator anzeigt, wo er ist. Mit D und A wird die Basis des Mobilkrans gedreht. Senke und hebe den Kranhaken mit rauf und runter. Der Anhakpunkt wird farblich hervorgehoben, wenn sich der Kranhaken in Reichweite einer Last befindet. Leertaste dann ranmachen. Manche Lasten müssen auf markierte Position auf der Baustelle gehoben werden. Du kannst mit Shift rechts und Shift links die angehaltene Last drehen. Also die Steuerung, die ist halt speziell. Okay. Probieren wir es einfach mal. Setze den Mobilkran über das Kontextmenü F in den Funktionsmodus. Modus wechseln. Ach, das macht ja die Stützen raus und so weiter. Und es geht nach oben. Okay, im Handbuch findest du alle Informationen zu dieser Baumaschine. Eine Übersicht der Steuerung kannst du zudem im F1 und einlass blenden. Okay, mal nach vorne. Okay, so ist nach oben. So ist nach unten. Alles klar. Drehen. So, und jetzt geht es mit dem Pfeillasten weiter. Pfeillaste nach vorn. Ah, okay, das ist dann so. Und nach rechts ist hier Ausfahren. Irgendwie Gamepad-Steuerung, glaube ich, war für das ganz cool. Können wir kurz einfahren und kurz drehen. Oh, krass. Aber es ist angenehm, dass man hier mit der Kamera so schön rumschwenken kann. Wobei, hätte ich jetzt auch eine Innenansicht? Würde das gehen? Das geht. Aber ich glaube, für hier innen muss dann schon ein bisschen Pro sein. Aber wir probieren das jetzt mal. Also nach oben. Ach so, wir müssen jetzt natürlich erstmal das alte Rohr wegnehmen. Ja, dann tun wir das mal da unten runter. Oder auch nicht. Ich glaube, ich mache das nicht in der Kamera. Könnt ihr dann ihr natürlich gerne machen. Aber für das bin ich einfach zu gut. Uah. Ja, also ich glaube, in echt hätte der Kran das vermutlich sehr gern, was ich da mache. Und das jetzt. Oh, okay. Kann das einfach nur so ablegen, wo ich will. So, und jetzt hier nach dem gleichen Prinzip. Einfahren, I guess. Hä, wo müsste ich denn hier ran? Bin ich noch drauf oder nicht? Hä? Ich muss da oben sein. Okay. Und dann wieder drehen hier. Also das effekte Verbindungsrohr auf die Ladefläche des Auflegers. Wir zeigen es dann später beim Bauhof. Ja, es ist jetzt nicht maximal Realismus. Aber ich glaube, dann wäre es vielleicht ein bisschen arg gemein. Wie war das jetzt mit Shift und links drehen, oder? Ah ja, genau. Wieder runterlassen hier. Okay.
und das neue Teil rein. Ja. Da runterlassen. Ich bin ja voll daneben. Einmal so bitte. Ah, komm jetzt. Ein. Okay, easy. Dann haben wir wieder diese Drehaktion hier. Mal so drehen. Jetzt einfahren. Es muss echt nicht genau sein hier. Oh, sehr gut. Du bist ein Naturtalent. Jetzt steig wieder in die Zugmaschine und bring das kaputte Rohr zum Schrottplatz. Der liegt im Bauhof am Ortseingang. Okay. Den lassen wir einfach so. Alles klar. Aber brauchen wir am Bahnhof dann nicht auch nochmal so einen Kran? Legen wir sie wieder runter. Frag für einen Freund. So, geh. Wobei, dich möchte ich jetzt gerne mal von der Außenkamera steuern. Außen. Oh, oh, oh. Boah, die Steuerung. Boah, shit. Also, so wie die Kamera nachgeht, ist. Okay, da muss man sich dran gewöhnen. Oh, wow. Wir driften hier ganz dezent. The Speed Bau Simulator Edition. Könnte man noch vorstellen, dass es dann für das Spiel dann noch 10.000 Mods geben wird. Die unterschiedlichen Zugmaschinen und Co. Sprich mit, hey, wie schnell bist du denn hier angekommen? Moin. Hab Geschenke für dich. Ich bin erleichtert. Durch dein zügiges Handeln und das Ersetzen des defekten Stücks konnten wir die Wasserversorgung erfolgreich wiederherstellen. Gut gemacht. Wo wir gerade hier fertig sind, könntest du mir vielleicht noch bei einer weiteren Sache helfen? Der alte Joe betreibt ein wirklich mies laufendes Motel am Ortseingang und ich habe ihm schon vor einiger Zeit versprochen, ein paar Renovierungsarbeiten bei ihm durchzuführen. Sei so gut und fahre mit dem Pritschenwagen rüber zum Motel. Ich komme gleich nach und erkläre dir, was zu tun ist. Okay, war ja klar. Okay, Auftrag eingeschuldet, gefallen, angenommen. Pritschenwagen. Den hier. Södele. Folge der Markierung, um Ziele zu erreichen. Ich muss das jetzt einfach mal probieren. Okay, das hat einfach voll keinen Effekt. So, ciao. Was ist ein Kral hier hinten? Den wollte ich immer schon mal bedienen. Okay, also das Driften ist echt witzig. Das fällt mir. Und da hätten wir das Motel. Aber es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ein bisschen mehr Deko wäre vielleicht nicht schlecht. Also bist du eigentlich nicht einfach mitgefahren, aber okay. Der alte Joe möchte, dass wir seinen Vorplatz hier ein bisschen aufhübschen. Das sollte kein Problem sein. Außerdem wünscht sich Joe einen neuen Schriftzug auf dem Dach seines Motels, der vom Highway aus gut zu erkennen ist. Es gibt da ein Hotel in der Stadt, das kurz vor dem Abriss steht. Die Leuchtschrift auf dem Dach konnte Joe, der alte Fuchs, günstig erstehen und ein Kranfahrer von der gegenüberliegenden Baustelle ist mir noch einen Gefallen schuldig. Du solltest später dort die alten Leuchtbuchstaben abholen.
Aber als erstes kümmern wir uns um den Vorplatz. Dafür habe ich eine Walze für dich bereitgestellt. Also, steig ein und dann wird verdichtet. Ich habe ja gesagt, verschönern, aber ich hätte es jetzt nicht per se mit einer Walze gemacht. Aber okay. Alles klar. So, steige ein. Kies verdichten. Noch drüber fahren, oder? Was ist das? Moment mal. Muss ich hier wieder diesen Funktionsmodus anmachen? Verdichten an, aus. I guess, ich tue jetzt verdichten. Okay. Oh, der geht automatisch aus. Schade. Okay, man sieht es aber ganz gut, wo man verdichtet hat. Ich glaube, hier können wir mal der Innenansicht machen, weil das... Ich glaube, das soll sogar ich schaffen. Also, mit der Walze hier wieder drauf. So. An, aus. Ich bin dem Spiel schon mal sehr dankbar, dass solche Sachen nicht unglaublich laut sind. Ich muss ja auch nicht super genau sein. Okay. So, MM drehen bitte. Es sieht halt einfach aus wie Sau, was ich da mache. Aber ist ja Freundschaftsarbeit. So, verdichten wieder anmachen. Dankeschön. Ja, und die Spots, die wir hier ausgelassen haben, da stellen wir dann irgendwas Schönes hin, dann sieht man es nicht. Eigentlich. Weil jetzt hier so sind. Ah, ich kann jetzt so nach hinten schauen. Wollte ich jetzt hier mal so rückwärts fahren. Ein bisschen versetzt. Okay, also das geht auch. Dann machen wir den Part hier noch. Ah ja, 80%, da ist noch so viel übrig hier. Oh, komm, den Rest davon machen wir jetzt auch noch. Weiß nicht, wenn man... Also wäre das jetzt hier echt? Dürfte man am Verdichten dann einfach so rumdrehen auf dem Kies? Ich würde so keine Ahnung von dem. Ich meine, da besser aus mit Lokomotiv. Aber dann gut sein hier, oder? Okay, das war's. Aufsteigen. Schauen wir uns unser Werk mal an. Oh, das Spiel hat automatisch geschönigt. Aber okay. Oh, ist da offen? Da rein? Nö. Ich habe mir gerade für einen Moment gefragt, ob das wirklich 3D ist da drin oder so aufgemalt. Wirkt voll komisch. Okay. Unser LKW, der sich von allein umgeparkt hat. Einmal einsteigen. Gut, jetzt fahren wir zum Monument Hotel und besorgt die Buchstaben. Damit sie hier montieren können. Das wird ein Spaß. Bis später. Okay. Tschüss, Kowski. Jetzt ein bisschen Nitro haben.
Lenkrad wäre jetzt hier nicht schlecht. Müssen wir kurz schauen. In den Einstellungen. Gibt es denn was bei der Steuerung? Gibt es Controller? Okay, SAE-Steuerung. Mit der Hauptausleger mit dem linken Ausleger haben, mit der rechten Hand gesteuert. Das Eingabeschieber hat nur Auswirkungen auf die Steuerung. SAE, ISO. Okay, wir bleiben mal. Es gibt Controller-Support. Oh geil, ich könnte meinen Raildriver hier nutzen. Das wäre irgendwie spaßig. Okay, das werde ich jetzt aber nicht einrichten. Aber cool, dass es geht. Alles klar, gehen wir hier wieder zurück. Ich will das jetzt nicht verstellen. Das funktioniert, dann würde das Ganze hier nicht. Aber das heißt, da kann man ziemlich sicher auch mit Lenkrad fahren. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber ich gehe mal davon aus. Dann fährt es hier auch ein bisschen besser. Geht's jetzt zu schnell? Und Spritverbrauch und Schaden ist definitiv ein Ding hier, gemäß den Anzeigen da rechts. Hat keiner gesehen. Eigentlich die Handbremse mit Leertaste? Er geht nicht drauf. Ja, okay. Aber okay, eins wird mich jetzt immer interessieren, wenn man jetzt auf sehr realistisch spielen möchte. Kann ich denn einen Blinker einschalten? Allgemein, Hutkamera, Charakter. Fahrzeug, Licht, Rundumleuchten, Reparieren, Tanken. 5 und 6. Kannst du einen Blinker nutzen? Ich will kurz probieren. Es ist schon mal nicht nur 5 und 6. Oh, es ist die normale 5 und 6. Okay. Ja, also ich spiele jetzt nicht auf super realistisch, aber ich glaube, man sieht es auch. Mir geht es ein bisschen mehr darum, dass wir hier mal die Fahrzeuge ausprobieren. Also weit weg hier. Moment mal. Schade, dass man nicht reinzoomen kann, aber das sieht ein bisschen doof aus da hinten mit dem Wasser. Aber ja, das sind Kleinigkeiten. Aber im Multiplayer, glaube ich, wäre das schon ganz cool, dass man dann sagt hat, okay, der eine blinden Kahn, der andere, der hier den Schlepper und der andere ist an der Baustelle gerade schon aktiv. Also, sehe ich schon, wie das Spaß machen kann. Oh, bitte lass mich den. Oh, bitte lass mich diesen Kran steuern. Bitte. Okay, müssen wir da mal rein. Ist das. Okay, das ist ein festes Hindernis, das kann ich nicht einfach umnieten. Oh yes, ich glaube, wir dürfen den Kran nutzen. Monument Hütte. Oh, bitte sag mir aber nicht, dass ich da jeden einzelnen Buchstaben runterholen muss. Da geht den Turm weg an. Nice. Oh, wie cool. Nice. Öffne das Handbuch mit 1 zu lernen, wie man den Turm dreht. Nee. Das krieg ich schon selber raus. Kamera. Innenansicht. Alter, ist ja krass. Ich wollte schon immer mal wissen, wie das ist. Ich hab's noch nie in echt gemacht, weil ich ein bisschen Höhenkran. Ah, genau. Höhenkranangst hab. Nee, Höhenangst. So. Vermutlich ist das gleich wie beim anderen. Also schauen wir mal. A. B. Links, rechts. E. Das Ding nach vorne und nach hinten.
Maus, Pfeil nach links. Rechts macht nichts. Und da rauf macht es. Ja, okay, das ist easy. Okay, und da unten haben wir die Anzeige, wo der Crown hingeht. Warte mal, die Katze ist, glaube ich, ist. Ah ja, da. So, da gehen wir mal runter mit dem Ding. Ja, das ist einfach. Dachte ich. Okay. Verlade nun alle 5 Buchstaben auf die Ladefläche des Britschenbaum. Ich sehe den ja noch nicht mal. Ich würde mich jetzt hier gerne nach vorn beugen können. Okay, jetzt muss die andere Kamera wieder her. Außen. Das war nicht die geilste Ansicht. Okay, wir müssen hier mal weiter runter. Da werden wir aber die alle auf einmal raufkriegen, oder? Einmal so. Ja, komm, ein bisschen nach vorne noch. Und runter. Okay, also das Drehen, glaube ich, ist ein bisschen dezent unrealistisch. Aber ja, beschweren wir uns nicht. Moment. So, und jetzt nach unten bitte. Danke. Alles klar. So, komm. Einmal nach rechts und nach vorne. Ich glaube, das werde ich. Okay. Ich kann wohl Sachen kaputt machen. Das war es aber nicht meine Intention. Entschuldigung. So, ein bisschen nach links noch, komm. Glück. Ja. Dann, danke schön. Ich glaube, ich reiße es einfach runter. Ja, was auch geht. Beinahe perfekt. So, und ein bisschen so. Oh, ich muss noch aufpassen, wie ich das platziere. Da war es jetzt gerade irgendwie näher an dem M dran. Ja, so. Katze nach vorne. Nee. Mach das bitte näher ran hier. Okay. Ja, das denn. Okay, liebe Leute, ich mache das jetzt noch mit den anderen. Ist ja, glaube ich, ein bisschen langweilig, wenn ich das jetzt hier da repetitiv so mache. Und dann sehen wir uns gerade wieder, wenn ich das ja, hier oben habe. Also, bis gleich. So, da sind wir auch wieder da. Ging jetzt ja gar nicht mal so lange. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und dann fahren wir hier mal wieder Retthöhe. Volle Markierung. Das Ziel wird zu erreichen. Oh, mach mal. Aufpassen. Sink School Slow. Oh ne, nicht bei mir. Das sieht auch so an einer Mini-Baustelle hier aus. Ja, wir könnten hier sogar mit einem Highway fahren. War das jetzt schlau, dass ich so fahre? Frag mich. Ja. Ob ich auch Ladung verlieren kann, aber ich glaube, dem ist nicht so.
Also wenn ich mal gerade mal die Kurven jetzt da oben gesehen habe. Hoi! Oh, da hat er aber ganz schön zu kämpfen hier. Ich wäre gern. Oh, also wenn du das Menü aufmachst mit F. Oh, was ist denn das jetzt? Gerade bin ich im Cockpit, gibt es eine Ruckelattacke? Das ist aber nicht dein Ernst. Ich muss jetzt wieder rausgehen. Da ist wieder gut. Naja, aber weit doch nicht. Jetzt hat er vorbei. Oh, wow. Was ist das jetzt? Okay, jetzt ist wieder gut. Keine Ahnung, was das jetzt gewesen ist. Aber wir gehen erstmal nicht ins Cockpit. Wenn ihm das so stört. Ging ja vorher auch. Hat sich ja nicht sehr viel geändert. Okay, nee. Jetzt hat er auch hier diese Nachdenkeruckler. Gucken wir mal ganz kurz die Augen reiben. So, liebe Leute, ihr fahrt alle zu langsam. Echt langsam, wenn ich noch nicht mal 50 war. Hello! Autocrash müssen wir noch probieren. Ich frage mich, ob das mit dem Rucken vom Nachladen kommt. Es ist teilweise das Szenerien so am Rennladen. Und ich wette mit euch, jetzt bei der Baustelle steht der eine Kran. Was war das? Da war Party abgesagt. Moment nochmal. Da muss ich mal ganz kurz vorbeischauen. Das hat Potenzial für ein Easter Egg. Ja, kommt die Musik. Aber das ist ein Auto? Ich glaube, das war das Auto. Anna. Nee, ich dachte, ich hätte es gerade wieder gehört. Okay, komisch. Ja, doch, ich glaube, ein Strafsystem wäre hier echt gemein. Okay, kein Kran, wenn wir das alles mit unserem Kran machen können. So, und das, was wir hier so schön verdichtet haben, das macht das Rad wieder kaputt, das Manöver. Okay, wie genau muss das jetzt diesmal sein? Okay, ich muss wohl doch ein bisschen weiter rein. Komm, das kannst du aber gelten lassen. Okay, und auch hier wieder den Funktionsmodus einmachen. Aber nicht mit G, sondern mit F. So, da. Modus wechseln. Und mach alles raus. Okay. Im Handbuch 1 findest du alle Informationen dieser Baumaschine. Ein Überblick der Steuerung kannst du sie eben in F1 ein- und ausblenden. Und da bin ich wieder. Ich habe mal ganz kurz eine kleine Pause machen müssen. Und ja, also im Handbuch finde ich auch Informationen, wie die Steuerung funktioniert. Ich probiere es aber wieder selber. Schau mal, Taste W. Geht da so nach oben. Alles klar. Bis zum Anschlag. S ist wieder nach unten. Okay, A und D ist drehen. Teil nach oben ist den Kollegen rauf und runter, so wie es aussieht. Teil nach unten. Aha, und nach rechts und nach links ist
raus. Okay, das ist gewöhnungsbedürftig. Okay, probieren wir das mal. Wir nehmen jetzt mal den nächstbesten, den wir hier doch kriegen. So, und nach oben. Geht schon. Nach rechts war jetzt nach draußen, oder? Ja. Da können wir uns vermutlich hier wieder diesen Drehtrick hier machen. So, na komm. Darüber. Pfeil nach oben. Nach oben. Rechts ist hier wieder raus. Okay, komm. Oh, Gott sei Dank muss man hier nicht super genau sein. Aber die Steuerung. Ich glaube, ich kann mich nicht so schnell dran gewöhnen. So mit der Kamera jetzt wieder. So. Aber das jetzt. So nach unten mit dem Knick. Und rausfahren. Frag mich, ob es dann später bei den Missionen Punkteabzug gibt. Wenn ich dir so Sachen ein bisschen antatsche hier. So. Nein, du sollst ausfahren. Wie war denn das? Ach da, jetzt fährst du was. Dankeschön. Okay, wieder reinfahren hier. Was wäre denn jetzt hier eigentlich die Fahreransicht? Innen. Ja, lol. Okay. Gehen wir wieder raus. Okay. Da kann es gar nicht anders. Ich muss weiter nach hinten mit dir. Die Steuerung. So, und jetzt mit Pfeil nach rechts, nach außen, ein bisschen nach unten. So, einmal drehen. Oder auch nicht. Wenn er schon so nimmt. Okay, ich probiere jetzt mal den Buchstaben zu nehmen, der hier ganz nah am Kran ist. Kriege ich dich? Kann ich einfach mal so runterfahren? Ich nehme. Oh ja, kann ich. Wenn ich jetzt einfach nach oben gehe. Das nimmt das einfach so. So, komm. Dahin. Perfekt. Hey. Oh, geh wieder retour. Ja. Ich glaube, ich habe mir da wirklich ein paar Button auf dem Gamepad für das fixieren. Weil mit der Tastatur finde ich es echt ein bisschen verwirrend. Ich glaube, wenn man es oft genug macht, dann hat man es halt dann irgendwann mal intus. Aber ich fühle mich jetzt zum ersten Mal jetzt ein bisschen mehr. War das im Vorgänger auch so mit der Steuerung? Also wer den Vorgänger kennt, bitte gerne mal sagen. Aber ich finde es ein bisschen verwirrend, wie das hier so gemacht ist. Setze dir gerade automatisch zurück, indem du eh schon sehen im Kontext mit dem F drückst. Wechsle anschließend wieder in den Fahrmodus. Okay, einmal zurücksetzen. Es ist praktisch, dass ich den hier nicht wieder reinmachen muss. Und Fahrmodus. Okay. Dann hätte man den Gefallen erledigt. Und jetzt? Baustelle räumen, also hier wegfahren oder was? Sprich mit Tape. Achso, er ist da unten. Na dann. Und hey, was meinst du? Stellst du mich ein oder eher nicht?
Da wird der alte Joe aber Augen machen. So gut sah der Vorplatz nicht mal bei der Eröffnung des Motels vor 30 Jahren aus. Du stellst dich wirklich sehr geschickt an. Auch die recycelte Leuchtschrift funktioniert einwandfrei und das Motel ist endlich wieder vom Highway aus zu erkennen. Jetzt finden sicher auch wieder ein paar Reisende den Weg hierher. Du hast doch noch einen Moment Zeit, oder? Dann treffen wir uns gleich an der alten Tankstelle im Ort. Dort braucht noch jemand unsere Hilfe. Okay, ab zur Tanke und die ganzen Sachen sind weg. Und welchen Highway meinst du? Ist die Straße der Highway? Do not pass. Ich will da gar nicht durchfahren. Okay. Ja, dann. Ab in unseren Truck hier wieder. Oh, ich kann hier sogar Stau verursachen. Sorry, Leute. Bin gleich weg. Ah, ich glaube, wir machen hier mal wieder die Innenansicht. Mal innen. Boah, jetzt ist wieder hier voll im Ruckeln hier drin. Was ist mit der Innenansicht los? Geh halt wieder raus. Mein Gott. Boah, beim Test hat alles gut funktioniert. Und auch bei euch beim Zeigen. Jetzt macht er hier so... Kann ich spacken. Ah, wobei... Ich habe vielleicht eine Idee, an was es liegen könnte. Gibt da eine Option für den Rückspiegel. Die war vorher mal aus und die habe ich dann angemacht. Das sah aber standardmäßig aus. Nö, das war's nicht. Okay, ich hoffe, das legt sich jetzt gleich mal wieder. Ansonsten entschuldige ich mich da schon mal für die Aufnahme. Ah, das glaube ich soll der Uber-Staudamm sein, oder wie? Sag mal. Also das ist... Ne, das ist jetzt gerade echt nicht cool von der Leistung. Doch, dem Test war alles super. Aber dann kriegst du das gerade mal mit. Dann schalten wir halt hier mal eins nach unten. Ist das überhaupt? Ah, Hälfte. Durchlösung, Hälfte. Gucken wir mal. Zurück. Ist jetzt geiler. Okay. Jetzt sind die FPS so auf die 40 hochgegangen. Perfekt. Ich glaube, da wäre ein Patch nicht schlecht. Aber ich... Ja, driften. Jetzt fahren wir doch gerade wieder zurück. Was hat es jetzt... Warum hat uns das Navi jetzt doch runtergeschickt? Okay. Hey, ich bin Entwickler. Da habt ihr noch ein bisschen was zu machen an dem Spiel. Ja, ein bisschen uncool. Ja, und jetzt kann ich da wieder mit Super Slow-Mo hier wieder nach oben fahren. Komm her, Kevin, du schaffst es. Bin vermutlich bald da. Weiß man nicht bei dem Navi hier. Jetzt machen wir noch irgendwo eine Ehrenrunde. So, mal querverleihen. Jo, oh, komm, 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 bleib auf der Straße. Ich glaube, ich fahre jetzt da wirklich mal auf Sicht. 400 Meter. Oh, 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 shit. Und da gibt's wieder Schaden.
Hui. Und da ist ja die Tangi. Wo hast du deine Einfahrt? Oh je. Ah, da haben wir das nächste Fahrzeug, mit dem wir dann spielen dürfen. Baumaschine parken. Ah ja, das passt schon so. Okay, lass mich raten. Wir müssen das da mit der Erde voll machen. Oder müssen wir jetzt erst das Teil rausnehmen? Sprich mit Hape. Hape, wo bist du? Oh, was sind die Spritpreise hier? Das hätte ich gern bei uns. Aber das sind ja wieder Galonenpreise, ne? Aber trotzdem. Hui. So. Sag an. Seit geraumer Zeit war diese Tankstelle für ihren Besitzer Pete und seine Frau Helena nicht mehr gewinnbringend. Weil aber neuerdings wieder Reisende vom Highway kommen, wollen die beiden, dass wir einen neuen Tank verbauen. Der alte Tank wartet schon darauf, von dir aus der Grube gehoben zu werden. Ich habe auch schon einen Baggerlader besorgt, denn anschließend musst du die Grube mitsamt dem neuen Tank wieder zuschütten. Am Ende noch etwas Beton drauf und fertig. Ein Kinderspiel, oder? Also gleiches Prinzip wie vorher. Steige den Pritschenwagen. Also mit dem Pritschenwagen jetzt den Kran hier raus. Also den Tank hier raus, Entschuldigung. Und den neuen hier rein. Lässt du mich jetzt in der Position den Funktionsmodus anmachen? Wechseln. Oh ja, das lässt er mich tatsächlich machen, obwohl wir da etwas funky stehen. Okay. Hier mal bitte. So. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen Übung hier in dem Ganzen. So, halt, bisschen Retour. Hat er bis was gehabt? Nice, beinahe perfekt. Ja, geht doch. Cool, da sparen wir uns mal den. Oh, da bin ich ja richtig effizient. So, jetzt holen wir uns mal den hier noch. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann mit der Erde ist und mit der Physik. Na komm. Ohne dir. Dankeschön. Hey, was ist das hier nach rechts? Fair enough. So, steige in den Baggerlader. Ja, hier gehen wir hier mal wieder raus. Haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Bestimmt genauso einfach. Einmal ein Cut. 430F. Gleich mit Erde füllen. Okay, also wir können jetzt hier mit dem Ganzen mal umdüsen. Wie mache ich jetzt die Schaufel? Ah, okay, also Pfeil nach oben ist rauf und runter. Und, mit Pfeil aus den links geht's nach oben und rechts geht's nach unten. Ja, okay, kurz die Innenansicht checken. Okay, probieren wir mal. Was war jetzt nach oben? Weil das rechts. Ist jetzt auch was drin? Außen? Ah ja, Tatsache. Oh shit. Halt, nein! Von nach vorne! Jetzt bleib stehen! Da geht's nochmal. Okay. Ich glaube, das könnte ein bisschen dauern hier. Ach, und da beim Tacho wird mir die Ladung anzeigt, wie voll ich bin. Und da muss ja Gott sei Dank nicht sehr genau sein.
Nein. Hopp. Ja, mal bitte runterlassen. Rein aus Kuriosität. Ich würde das gerne mal mit dem da hinten machen. Stellen wir uns mal so hin. Ich kann in den Funktionsmodus gehen. Modus wechseln. Okay, und jetzt? Jetzt nach wie vor die Schaufel. Wechsel, zurücksetzen. Also wenn ich jetzt hier den hier mache, dann kann ich irgendwie die... Ah, jetzt kann ich die Schaufel nutzen. Wie kann ich jetzt da nach rechts? Oh, das ist aber das Maximale, was hier geht. Kriege ich den Arm nach oben? Ach so. Schaufel nach oben. Nach unten. Ich hätte öfter auf dem Kinderbagger sitzen sollen. So, Schaufel aufmachen. So, komm, Schaufel auf. Und nach unten. Na komm. Okay. Alles klar. Was? Setzt ihr dir aus? Okay. Einmal wieder zurücksetzen, damit du heavy bist. Und dann in den V-Modus. Was? Dein Fahrzeug ist aus der Spur geraten. Dürfen heavy kommt. Fahre zum Fahrzeughandel. Mit dem Fahrzeug jetzt hier? Ist doch bestimmt ultra langsam, oder? Oh, shit. Entschuldigung. Das war noch gelb, das war gar nicht rot. Eine Errungenschaft. Kartografie. Was? Steigende Methodenmischer. Okay, machen wir das mal. Mal die. Was soll man machen? Fahrt zum Kieswerk. Dann hier einladen oder wie? 1000 Liter. Ja, ist ja nicht allzu weit weg. Boah, ob man den irgendwie zerstören kann, dass wenn man hier Beton drin hat und man macht die Trommel dann nicht an und das wird dann fest. Das wäre ja ultra fies. Aber so ist er wenigstens ein bisschen schneller. Aber das mit den FPS ist jetzt furchtbar. Also so zwischendrin hat er mal so seine kurzen Drops und dann geht's wieder. Sachen da rückwand. Wenn es nur ein Verkehrsschild ist. Ich probiere mal kurz Querfeld ein. Schauen, ob das eine gute oder eine schlaue Idee ist. Und ich finde den Fahrzeugzustand eine schlechte Idee. Aber immerhin, es geht. Nein, 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 geben! Okay. Danke, Spiel. Ja.
Okay, halte den Bereich unter dem Betonsilo. Kann der Kühlvorgang gestartet werden. Ah, das ist das Ding hier. Oh, das sieht so ähnlich aus wie das, was ich in Transport FIFA 2 gebaut habe. E. Alte Gegner durch eine das Gottes mit dem F und W Ton. Was? G gedrückt halten. Was? G gedrückt halten und dann F. Was schure an aus? I guess. Hä? Ich glaube, ich muss hier weiter reinfahren. Ich will jetzt mal sagen. Okay. Oh geil, ich bin sogar fast perfekt. Die Maschine ist voll. Okay, und der ist hier auch fleißig am Drehen. Sehr gut. Und uns auch ganz gut Geld kostet hier. Ciao. Liegen tun wir nicht. Ich glaube, jetzt wäre Querfeld ein bisschen eine blöde Idee von dem Berg auf. Ich glaube, das schafft er dann nicht mehr. Andererseits... Mal probieren. Oh Mann, ich bin so doof. Aber Zeit ersparen, das ist gar keine. Na komm, du schaffst es. Komm, zieh. Komm, du schaffst es. Du schaffst es nicht. Okay. Ich wollte es halt wissen. Wieder die Innenansicht ist. Kann man da innen? Oh, ist okay. Aber ich glaube, ich wäre mehrheitlich draußen. Aber ich muss jetzt so voll an Truck Driver, also American Truck Driver, denken. Das ist da wieder, ja, zwei her, sicherlich, als ich das zuletzt gespielt habe. Das spiele ich ja irgendwie nur so in Phasen. Wenn ich mal dann wieder das Lenkrad alles rausholt, dann spiele ich es wieder für ein paar Wochen. Und dann lasse ich es wieder monatelang liegen. Aber ich habe wirklich nur so schubweise dann irgendwie gerade Interesse dran. Dann mache ich es dann meist so, dass ich es dann mit anderen Rennspielen kombiniere, wenn ich schon mal das Setup auspacke. Bin ich einfach zerfall jedes Mal das Lenkrad mit Metall etc. auf- und abzubauen. Das gleiche mit dem Flight Simulator. Halte dich neben der Verschallung und öffne das Kontextmenü F und wähle Betonfluss. Okay, das heißt, ich besuche mal hier. Halbwegs daneben sein. Moment mal. Das geht ja eh hier so nach rechts. Nein, jetzt. Okay. Also. F. Diesen an. Cool. Und automatisch aus. Ja, nice. Und geglättet auch schon. Das ist super Glattbeton. Wenn wir jetzt darauf gehen. Oh, keine Abdrücke. Schade. Hey, was meinst du? Pete hat das Grundstück hier gekauft, als es dem Ort noch besser ging. Die meisten Betriebe hier sind Familienunternehmen wie dieses. Es wäre einfach schade, wenn solche Gewerbe nicht weitergeführt würden. Ohne Gäste von außerhalb rechnet sich das alles hier allerdings nur schwer. Aber weißt du was? Joe und ich, wir hatten da vorhin eine tolle Idee. Etwas verrückt vielleicht, aber wir sollten nichts unversucht lassen. Bringe den kaputten Tank zu Joes Motel. Dort erzähle ich dir alles weitere. Bis gleich. So, aber wie es weitergeht, liebe Leute, das erfahren wir dann gar nicht. Denn es bleibt jetzt hier nur beim kleinen Angezockt.
es ist jetzt nicht ganz mein Spiel. Vielleicht werde ich es ab und zu mal ein bisschen mal kurz angucken und mal was machen, aber ja, es ist nicht so meins. Ich will damit gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Spiel ist, aber es ja, reizt mich jetzt nicht ganz so. Ich sehe, dass es halt noch ein paar Bugs hat. Das sollten sie unbedingt noch nachbessern und ich sehe auch, dass es im Multiplayer auch wirklich Spaß machen kann. Hat seinen Reiz auf jeden Fall, aber nicht so ganz für mich. Ja, würde mich freuen, wie euer Eindruck ist und spielt sie auch selber. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst in, naja, was vielleicht, Transport FIFA, Train Driver 2, TS Classic. Mal gucken. Oder, je nachdem, wann das Video rauskommt, kommt das, das neue Plague Tale raus. Das reizt mich ja. Also, tschüss und macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.